Vor einem konkaven sphärischen Spiegel, auch Hohlspiegel genannt, mit Radius 8 cm, steht ein 1,5 cm hoher Pfeil im Abstand von 3 cm. Konstruiere das Spiegelbild und berechne seine Position sowie seine Höhe. Angegeben werden dieser Hohlspiegel mit Scheitelpunkt S, der Radius SC, bezeichnet mit klein r, beträgt 8 cm, also beträgt die Brennweite klein f die Hälfte von 8 cm, das heißt 4 cm. Angegeben wird auch die Höhe h vom Objekt, sie beträgt 1,5 cm und der Abstand von dem Objekt zum Scheitelpunkt S, den wir mit klein p bezeichnen, p wie Position, p gleich 3 cm. Gefragt werden der Abstand zwischen dem Bild und dem Scheitelpunkt S sowie die Höhe vom Bild. P' drücken wir in Zentimeter aus und die Höhe H' ebenfalls. Beginnen wir die Konstruktion. Durch B ziehen wir diesen Parallelstrahl. Der wird reflektiert als Brennstrahl und wir konstruieren die Verlängerung von diesem Brennstrahl hinter dem Spiegel. Jetzt konstruieren wir einen Mittelpunktstrahl durch B und dieser Mittelpunktstrahl wird auf sich selbst reflektiert. Von diesem reflektierten Strahl zeichnen wir ebenfalls die Verlängerung hinter dem Spiegel. Und da, wo diese zwei Verlängerungen sich schneiden, da muss sich das Bild befinden. Das Bild von dem Objekt AB kennzeichnen wir durch A' B'. Der Abstand zwischen A' und B', das ist die gesuchte Höhe H', und der Abstand zwischen A' und S, das ist der gesuchte Abstand P'. Die zwei Dreiecke ABC und A'B'C sind ähnlich. ABC ist ähnlich zu A'B'C. Zu zwei ähnlichen Dreiecken können wir diesen Leersatz einsetzen. In Belgien nennt man den Satz Satz des Thales, in Deutschland heißt er Thalensatz. In Kelmis nennen wir diesen Satz gerne den Frittentüten-Leersatz, weil er sehr an zwei Frittentüten erinnert. Die große Tüte, in der diese kleine Tüte steckt. Statt diese Formel zu behalten, behalten wir groß geteilt durch klein ist dasselbe wie groß geteilt durch klein und das ist nochmal dasselbe wie groß geteilt durch klein. Dieser Satz des Thales wird im Tutorial Satz des Thales D3025 im Detail erklärt. Hier behalten wir groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein. Das heißt, groß H' geteilt durch klein H gleich groß, das heißt P' plus der Radius, also P' plus R, geteilt durch klein. Und diese kleine Seite AC, das ist der Radius R minus dieser Abstand klein p. Also groß auf klein gleich groß auf klein. In dieser Gleichheit ersetzen wir h, r und p durch die bekannten Werte. Damit hier die Dezimalzahl verschwindet, multiplizieren wir diesen Bruch oben und unten mit 2. Jetzt multiplizieren wir kreuzweise und setzen diese Zahl 3p'
links vom Ist-Zeichen. Und somit erhalten wir diese erste Gleichung, die die zwei Unbekannten H' und P' enthält. Diese zwei Dreiecke S, D, F und A', B', F sind ebenfalls ähnlich. Und wieder durch groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein finden wir die Gleichheit von diesen zwei Brüchen. Groß, das ist H', geteilt durch klein, der Abstand zwischen diesem Punkt D und diesem Punkt S, das ist genau die Höhe von dem Pfeil, also klein h, gleich groß. Diese große Seite A'F beträgt P' plus klein f, so, geteilt durch klein, der Abstand zwischen S und F, das ist die Brennweite klein f. In dieser Gleichheit ersetzen wir h und f durch die bekannten Werte. Auch hier multiplizieren wir oben und unten mit 2, sodass diese Dezimalzahl verschwindet. Jetzt multiplizieren wir kreuzweise und somit erhalten wir diese zweite Gleichung, die die zwei Unbekannten H' und P' enthält. Somit haben wir also diese Gleichung und diese Gleichung. Diese zwei Gleichungen bilden dieses Gleichungssystem. Wir brauchen jetzt nur noch dieses System zu lösen. Das kann man schön per Hand machen, zum Beispiel so. Aus der ersten Gleichung wissen wir, dass 3p' dasselbe ist wie 10h' minus 24. Und in der zweiten Gleichung ersetzen wir 3p' durch 10h' minus 24. Somit enthält die zweite Gleichung nur noch als Unbekannte h'. So finden wir schnell h'. Und indem wir dann h' zum Beispiel hier drin durch seinen Wert ersetzen, finden wir sehr schnell p'. Man kann solch ein Gleichungssystem aber auch mit dem Taschenrechner lösen. Das funktioniert wie folgt. Wir gehen hier ins Menü, fahren mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen, bestätigen diese Wahl durch Enter. Wir möchten hier ein Gleichungssystem lösen. Also wählen wir Kategorie 1. Unser System enthält zwei Gleichungen, also wählen wir hier die 2. Jetzt geben wir die Vorzahlen der Unbekannten ein, sowie auch die unabhängigen Termen. Wir müssen aber aufpassen, dass die unabhängigen Termen rechts vom Ist-Zeichen stehen. Tun sie hier. Also geben wir ein. Vorzahl der ersten Unbekannten, das ist 10. 10. Wir bestätigen durch Enter. Die Vorzahl der zweiten Unbekannten ist minus 3. Minus 3. Enter. Das unabhängige Glied rechts vom Ist-Zeichen ist 24, also 24. Enter. Jetzt die zweite Gleichung. 8. Enter. Minus 3. Enter, 12, Enter, jetzt nochmal Enter, die erste Unbekannte, die heißt für den Taschenrechner x, sie beträgt 6, für uns ist das h', also wissen wir, dass h' 6 beträgt. Nochmal Enter, die zweite Unbekannte, hier y, beträgt 12, für uns p' beträgt 12. Somit haben wir h' und p' gefunden und die Endantworten auf die gestellte Frage lauten, das Bild ist 6 cm hoch und es ist 12 cm von diesem Scheitelpunkt S entfernt.